Hey, euer Doc ist wieder am Start mit einer neuen Folge. Es ist wieder mal Zeit fürs Peter-Pan-Syndrom und ich habe heute den Son Goku. Das bedeutet für alle Fans da draußen, für alle Dragon Ball-Fans oder für alle Fans, die grundsätzlich Figuren und Statuen sammeln, gibt es heute mal ein Special. Ihr seht hier die Verpackung und es gibt insgesamt, schaut mal her, natürlich nicht nur eine, nicht nur unseren Son Goku, sondern wir haben den Vegeta, den Son Goku, Son Gohan. Dann haben wir Buu, Cell und noch weitere. Auf jeden Fall ist es eine coole Geschichte und ich würde sagen, dass wir jetzt mal einen Blick da reinwerfen und gucken, wie sich so die Figur gibt, wie sie so ausschaut. Da haben wir ihn. Sehr schön verpackt. Jeweils alles in eine einzelne Kammer und wir haben hier den Ständer, die Füße von ihm, den Körper, seinen Kopf und den Ständer. So, das ist hier der Boden. Könnte Namek sein. Also das heißt, ihr habt ein Stück Namek bei euch zu Hause stehen. Aber auf jeden Fall der erste Eindruck. Schauen wir uns mal die Füße an, den Anzug, das ist der originale Kampfanzug von Son Goku. Und auf jeden Fall hat diese Figur eine echt schöne Verarbeitung. Ich habe jetzt schon einige Figuren gesehen und ich finde diese persönlich ist echt cool gelungen. Auf jeden Fall ganz schön viel Liebe fürs Detail. Auch hier, wenn wir Son Goku sein Gesicht mal anschauen, sehen wir die goldenen Super Saiyan Haare, hat einen offenen Mund. Und man sagt, es handelt sich hierbei um die erste Form des Super Saiyajins. Das erkennt man einmal an den türkisen Augen, an den kurzen Haaren und an den kleinen Muskelzuwachs, den halt so ein Super Saiyajin bekommt. Und er hat im Rücken hier das Loch, wo genau passend die Halterung reinkommt. Dann in den Boden. Und wir sehen hier unseren Son Goku. Sehr stabil. Sehr interessant. Als kleine Figur, die man sich gerne mal auch irgendwo hinstellen kann. Finde ich echt schön, wie gesagt, sehr schöne Verarbeitung. Link in der Beschreibung für alle Fans. Schaut mal vorbei. Finde ich cool. Das war's mit der heutigen Folge. Ich habe euch einmal das Unboxing vom Dragon Ball von Son Goku, den Dragon Ball mit der Nummer 4 hinzugefügt und ein kleines Unboxing. Schaut's euch an. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Denkt an Facebook, Instagram. Daumen hoch für Son Goku, Daumen hoch für Dragon Ball Z. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer Dog. Ciao.